Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten MRMCD-Talk. Heute geht es um Paddel- und Fotokunst für saubere Flüsse und Meere. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, mein Name ist Stefan. Ich bin der Initiator des Clean River Projects. Und warum es das überhaupt geben muss, wollte ich euch ein bisschen was zu erzählen und was man so als Einzelperson überhaupt schaffen kann. Weil als ich vor 12 Jahren damit angefangen habe, mich in ein Boot zu setzen und auf den Flüssen vor der Haustür anzufangen zu paddeln, habe ich relativ schnell gemerkt, oh, hier liegt Müll rum, der gehört hier eigentlich gar nicht her. Dann habe ich das eingesammelt und das sah dann so aus. Ich bin von Beruf Fotodesigner, ich habe das fotografiert, habe jedem davon erzählt, der mir über den Weg gelaufen ist. Und ehrlich gesagt, vor 12 Jahren hat es niemand interessiert. Niemand. Alle waren so, ist doch normal, dass so viel Müll hier rumliegt. Vor der Haustür, kennen wir doch. Und damit konnte ich aber gar nicht umgehen. Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich tun? Ich bin Fotodesigner, bin gerne am Meer. Ich bin eigentlich ein sehr meerverbundener Typ und wollte was ändern. Und dann habe ich mir überlegt, ich präsentieren das mal den Menschen aus einer anderen Perspektive. Hab dann aus dem gesammelten Müll Kunst gemacht. Und erst ab da sind die Leute darauf aufmerksam geworden. Dann habe ich mich auch in ein Boot gesetzt, bin bis zur Nordsee gepaddelt, um auf die Problematik aufmerksam zu machen, direkt von meiner Haustür losgefahren. Und das hat total viel Aufsehen erregt damals. Und dann ist die Kunst entlang dieser Strecke gewandert. Und die Leute haben sich gefragt, ja, wie sieht das denn aus? Welcher Buchstabe fehlt denn da? Haben überlegt. Kinder haben sich gefragt, was ist das überhaupt? Die konnten damit überhaupt nichts anfangen. Komischer Computer, irgendwie sieht ganz seltsam aus. Fehlt irgendwie Kabel, Monitor und so weiter. Und es gab verschiedene Dinge, die ich dort gefunden habe. Die habe ich dann arrangiert. Die Leute waren in Ausstellungen, haben sich das angeschaut. Und ab da hat sich was geändert. Kleine Anekdote, wenn hier jemand das da hinten nicht lesen kann, dann sollte er vielleicht über eine Brille nachdenken. Das ist nämlich ein Sehtest. Ganz unten in der letzten Reihe können Sie mal gucken, welche Richtung dieser Pfeil zeigt. Wenn ihr das sehen könnt, dann seid ihr safe. 2016 haben wir dann das auf eine größere Fläche geparkt. Also ich habe nach Leuten gesucht, die mit anpacken. Wir haben einen gemeinnützigen Verein gegründet, weil immer mehr Menschen mir geschrieben haben und haben gesagt, hey Stefan, was können wir denn tun? Wir wollen mit anpacken. Wir wollen das aufräumen. Aber das waren so viele, manchmal waren das 100 E-Mails pro Tag, das habe ich alleine gar nicht geschafft. Und seitdem wir ein Verein sind, haben wir das mal in eine Form gepackt. Wir haben nachgedacht, wie können wir da überhaupt mit umgehen? Wie können wir die Menschen sensibilisieren? Und es ist so, wir haben eine Mission, wir wollen deutschlandweit die Flüsse aufräumen. Das ist mal Fakt. Aber das schaffen wir nicht. Nicht alleine, nicht ohne euch alle. Es ist so, dass wir das auf 3 Säulen geparkt haben. Einmal aufrütteln, also aufräumen, aufrütteln und aufklären. Und wie wir das machen, da erzähle ich euch jetzt was zu. Zum einen organisieren wir öffentliche Cleanup-Events. Das kennt ihr vielleicht, habt ihr schon mal gehört. Man kann zu irgendwo hingehen an Tag X und kann mit dem Clean River Project oder mit anderen Organisationen, die es mittlerweile gibt, Müll sammeln. Bei uns ist es so, wir organisieren Boote, es kommen viele Freiwillige in verschiedenen Städten und ihr könnt zu uns kommen, ihr müsst nichts bezahlen, ihr könnt euch in einen Kajak setzen oder in Kanu und fahrt auf dem Fluss entlang in Uferbereiche, wo ihr vielleicht vorher noch nie wart. Ihr erkundet die Natur aus einem anderen Blickwinkel und sammelt dort mit den Menschen, die dort kommen, Müll. Das machen wir auch mit Unternehmen, bis zu einer Unternehmenszahl von 120 Personen und sind da auch in den letzten Jahren immer mehr gewachsen tatsächlich. Aber das Wichtige ist, wenn der Müll gesammelt ist, dann können wir den nicht weiterverarbeiten, nicht alles. Wir machen daraus Kunst, beziehungsweise ich mache daraus Kunst. Es gibt auch eine dreidimensionale Ausstellung, die kann man 24 Stunden besuchen in einem Ausstellungsraum.
Es gibt verschiedene Formate. Wir hatten die auch schon unter Wasser, um Menschen zu sensibilisieren, dass Plastikmüll in der Natur ein Riesenproblem ist. Die Ausstellung wandert immer wieder, war jetzt fast ein Jahr lang in Berlin, auch in Rüdesheim, das ist nicht so ganz so weit weg von euch, und ist, wie gesagt, in unterschiedlichen Formaten zu sehen. Dann haben wir eine Feinart-Ausstellung, die sehr hochwertig ist, die wir auch verkaufen, weil alle Erlöse, die wir darüber einnehmen, wandern in den Verein, um Projekte umzusetzen. Das heißt, wenn ihr Interesse an Kunst habt, könnt ihr den auch bei uns im Shop auf der Webseite kaufen und unterstützt damit was Gutes. Wir machen Schulprojekte mit Kindern ab der 4. Klasse, bilden die dort zu Sachexperten aus, zum Thema Plastikmüll in Flüssen, zu Mikroplastik. Kleine Anekdote, 2018, wenn sie da gefragt haben, wisst ihr überhaupt, was Mikroplastik ist? Da waren die so, keine Ahnung, noch nie gehört. 2024 hebt die ganze Klasse die Hand. Jeder weiß, was Mikroplastik ist und dass es ein Problem ist. Das sind die Clean River Kids, das hatte ich gesagt, ab der 4. Klasse. Dann haben wir aber ein weiterführendes Schulprojekt, das geht ab der 5. los, da geht es unheimlich viel um Bildungsinhalte. Bildungsinhalte in Form von Recyclingprozess. Wir fahren mit einem Fahrzeug an die Schulen ran, auch da sammeln wir erstmal mit allen SchülerInnen Müll, dann waschen wir den, sortieren den, was können wir weiterverarbeiten. Aktuell haben wir in dem Fahrzeug einen Schredder, dann können wir das direkt zu Mikroplastik, also beziehungsweise zu Rezyklat weiterverarbeiten und diesen Rezyklat dann im Spritzgussverfahren in verschiedene Formen pressen, damit es direkt erlebbar ist. Man kann quasi aus diesem Zerstörten was Neues machen, was Neues schaffen und auch wieder in einen Kreislauf bringen. Aktuell machen wir verschiedene Formen. Das ist mal ein Beispiel einer Lampenform, Designerlampen, die wir machen. Jedes ist ein Einzelstück und im Spritzgussverfahren wird das hergestellt. Was uns aber besonders wichtig ist, es geht um Kreislaufwirtschaft. Wir wollen die Leute wieder zurück zu den Dingen bringen, Dinge wieder nutzen, die schon mal da waren und sie im Kreislauf halten. Es geht wirklich darum, dass die Dinge nicht in die Natur gelangen, weil der Mensch an sich total schwierig ist, das muss man wirklich so sagen, er versteht es einfach nicht. Es gibt alle Möglichkeiten, besonders in Deutschland, Müll zu entsorgen. Mülleimer in klein, Mülleimer in geschlossen. Gar keine Mülleimer, damit man das mit nach Hause nimmt und vielleicht selber in die eigene Mülltonne schmeißt. Riesige Mülleimer etc. Aber es funktioniert nicht. Es gibt Werbekampagnen ohne Ende, aber die Menschen sind irgendwie, wir wissen es nicht, woran es liegt. Wir merken eigentlich nur, dass sie sich immer mehr von der Natur distanzieren, seltsamerweise. Sie gehen total gerne in die Natur, machen Outdoor-Aktivitäten, aber irgendwie fehlt dieser Kontakt, der Respekt. Aktuell sammeln wir so circa 50.000 Liter Plastikmüll in deutschen Gewässern. Nicht irgendwo in Bali oder sonstigen Ländern, direkt vor der Haustür. Und das ist immens viel Arbeit. Wenn Sie einmal in einem Boot gesessen sind und da gepaddelt sind und versucht haben, den Müll wieder aus der Natur rauszukriegen, es ist immens viel Arbeit. 2019 habe ich mich dann in ein Boot gesetzt, habe gesagt, ich paddel jetzt mal bis nach Berlin. Vor meiner Haustür lospaddeln und wir machen einen Riesenrummel, damit die Menschen das irgendwie wahrnehmen, dass es ein Riesenproblem ist. Ich bin dann 30 Tage gepaddelt, habe insgesamt fast 823 Kilometer, bin durch 6 Bundesländer gepaddelt, haben 7 Cleanup-Events auf der Strecke veranstaltet und haben jede Menge Aufsehen erregt. Und es kamen immer mehr Menschen dazu. Manchmal waren einer, der nur an dem Tag mitgepaddelt ist. Manchmal sind an dem Streckenabschnitt von 40 Kilometer auch mal 10 oder 20 Leute mitgepaddelt, um darauf aufmerksam zu machen. Und es war tatsächlich wirklich richtig anstrengend. Der längste Strecke, also es ging halt am Anfang den Rhein runter mit Strömungen, das war so richtig easy. Und dann biegt man in Duisburg rechts ab in den Kanal und man denkt so, wer hat die Handbremse hier angezogen? Irgendwie ist hier, geht nichts mehr. Und dann paddelt man den ganzen Tag geradeaus und man denkt immer so, wann ist der Horizont endlich da? Aber man fährt um eine Kurve, dann ist wieder da der Horizont. Die längste Strecke war einmal 72 Kilometer am Tag.
Ja, so sehen die Hände dann entsprechend aus, wenn man den ganzen Tag im Boot sitzt und paddelt und in Aktion ist. Die Hände sind auch natürlich nass. Ist nicht so wie beim Rudern, dann sitzt man so easy und fährt so rückwärts. Es ist halt ein Wassersport, Kajakfahren. Das Interessante dabei ist eigentlich, dass wir auf der Strecke auch immer wieder Müll gesammelt haben. Und dass es in bestimmten Bereichen, im Uferbereich, Plastikmüll gar nicht sichtbar war im ersten Moment. Dann haben wir ein Cleanup-Event veranstaltet, Leute sind vorbeigepaddelt, haben alle Gegenstände, so eingesammelte Cola-Dose, dann mal da was Größeres. Und dann sind wir mit zwei Leuten hinterhergefahren und zwischen diesen Steinen lagen Folien. Die konnten sie gar nicht im ersten Blick erkennen, weil die genauso aussahen wie die Steine. Durch die Vegetation wurden die grün, bräunlich, kaum zu erkennen. Auf dem Deck sieht man hier ungefähr 100 Meter nur Folien und Seile. Ja, nach 30 Tagen haben wir es dann auch geschafft bis nach Berlin, Beweisfoto. Es gab auch einen Blog, wir haben ziemlich viel Social Media parallel gemacht und es haben insgesamt 6 Millionen Menschen haben uns insgesamt in dem Jahr bei der Paddeltour verfolgt. Es war ein halbstündiger Fernsehbericht im SWR-Fernseh, kann man immer noch gucken, ist immer noch in der ARD-Mediathek. Im Nachgang haben wir die Ausstellung dann in Berlin präsentiert, 14 Tage, hatten 5.500 Besucher, die darauf aufmerksam geworden sind und haben wirklich viel erreicht. Hier sieht man auch nochmal die Strecke, die wir gepaddelt sind. Und auf der Strecke, wie gesagt, waren ungefähr 45.000 Liter Müll, die wir gesammelt haben. Dann mal eine kleine Anekdote, auch wieder mal. Das ist nicht weit weg. Das ist direkt vor meiner Nachbarhaustür am Rhein bei Koblenz. 150 Meter Rheinufer. 10.533 Bettdeckel mit 20 Freiwilligen in 2 Tagen. Nicht weit weg, nicht irgendwo in Bali. Ist direkt bei uns vor der Haustür. Und vielen ist es gar nicht bewusst, wie viel das eigentlich ist. Was schätzt ihr, wie viel Kilometer auf diesem Foto zu sehen sind? Ich stell mal was in den Raum. 1 Kilometer, 10 Kilometer, 50 Kilometer. Was denkt ihr? Sagt mal was, ich höre einfach. Ruft einfach rein. 2,5. 7,5. 2. 5. Okay, ich löse auf. 1. Ein Durchschnittskilometer in Deutschland von den größeren Flüssen. Und das Schlimme ist, es ist nicht erkennbar. Wissen Sie, ich wohne in Windingen an der Mosel. Total schöner Weinort, Weinberge, wunderbar, traumhaft. Alle denken immer so, oh, es ist so schön grün hier. Aber wenn es nicht grün ist, und wenn man einmal anfängt zu sammeln, kommt immer das Gleiche bei raus. Und manchmal ist an einer Stelle, besonders nach Hochwasser oder starken Niederschlägen, an einer Stelle so viel Müll, dass es überhaupt nicht mehr glaubt. Also man kann es fast gar nicht mehr glauben, dass es vor unserer Haustür ist. Zigarettenkippen, auch ein Riesenproblem. Hab selber mal geraucht. Heute nicht mehr, bin ja seit mehreren Jahren clean sozusagen. Was denkt ihr denn, wie viel Liter Wasser durch einen Zigarettenfilter verunreinigt werden? 2.500. 120. Noch jemand? 1.000. Richtig. 1.000 Liter. Wer von euch war schon mal auf Helgoland? Die Lange Anna, so ein riesiger Felsen. Tausende von Basstölpeln bauen da ihr Nest. Und hier auf dem Foto könnt ihr sehen, bauen die sich das aus Plastikmüll. Und aktuell ist es so, ich gehe mal ein bisschen schneller weiter, es sind 90% der Meerestiere oder Meeresvögel, die dort Plastik im Magen haben. Ja, und wir haben uns die Frage gestellt, kann man auch mit Kunst die Welt verändern? Kann man das wirklich? Wir wissen es nicht, aber wir versuchen es. Und die neue Ausstellung Pures Gold, die jetzt seit 2021 unterwegs ist, symbolisiert den Menschen, dass Plastik in unseren Augen pures Gold wert ist. Man kann es weiterverarbeiten. Es gibt natürlich mehrere Hürden, das weiter zu verarbeiten. Und es ist auch ein Downcycling insgesamt. Aber wichtig ist,
dass zukünftig die Gegenstände, die auf den Markt kommen, in einen Kreislauf gedacht werden müssen. Und darauf wollen wir immer mehr aufmerksam machen, weil es ist viel zu schade, das wegzuschmeißen. Auch wenn man so schöne Sachen findet. Chupa Chups Lutscher, eine komplette Verpackung. Immer noch brauchbar vielleicht. Hab mich nicht getraut, aber Staubsauger. Tatsächlich, als wir den gefunden haben, angemacht, ging der auf einmal los. Obwohl der im Wasser war. Und die Dinge sind dann vergoldet, um einfach darauf aufmerksam zu machen, wie schön das eigentlich auch aussehen kann, weil die Leute dann immer so interessiert sind. Und die fragen mich auch immer, und was findet ihr so? Ich sage immer, alles. Alles, was ihr euch vorstellen könntet. Wirklich alles. Außer Geld, Gold, Diamanten. Ansonsten wirklich alles. Alle möglichen Gegenstände. Alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Ja, und ich sage immer, wir alleine können das nicht schaffen. Wir brauchen eigentlich jeden von euch. Und wir werden es auch nicht in dieser Generation schaffen. Diesen Zahn muss ich euch auch ziehen. Weil wir in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr Plastik produzieren werden. Es wird noch viel, viel mehr produziert und es wird noch viel, viel mehr Müll entstehen. Und deswegen werden wir das niemals schaffen in dieser Generation. Ich hoffe selbst, dass wir es vielleicht in den 3 Generationen schaffen. Ich glaube selber nicht daran, dass ich das miterleben darf, aber vielleicht überzeugt ihr mich ja von einem Besseren. Das wäre schön. Ja, in diesem Sinne vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war mir eine Ehre, mit euch 20 Minuten, 30 Minuten an diesem Schiff zu segeln. Und es war wirklich toll, da zu sein. Und wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal bei uns im Instagram-Kanal vorbei. Den QR-Code könnt ihr einscannen, abfotografieren und ein Like bei uns da lassen. Und im besten Fall uns auch folgen und auf dem Neuesten bleiben, was wir so alles noch in den nächsten Jahren tun werden. Vielen Dank. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß, einen schönen Abend und ja, macht's gut. Dankeschön. Ich bin auch noch einen Moment da. Also wenn ihr, du hattest eben gesagt, du kommst gleich noch auf mich zu und hast noch ein paar Fragen. Wer sonst noch Fragen hat, kann die natürlich auch jetzt noch gerne loswerden. Good. Ja, da ist jemand. Also was ich mich gefragt hatte, war, inwieweit, warum gerade in Flüssen so viel Plastikmüll sich dann zusammenfindet, ob das einfach was ist, weil er da irgendwie da reingespült wird oder die Leute da besonders unvorsichtig mit ihrem Müll vorgehen und ob das einfach nur so ein Querschnitt ist, wo der leichter zu finden ist und sonst ist es halt an illegalen Müllkippen im Wald und sonst wo überall verteilt. Also wie landet das alles im Fluss und warum wird genau da das dann so in so einem Projekt zum Beispiel so herausgestellt, im Gegensatz zu ja, Müll im Wald zum Beispiel? Mhm. Es gibt leider nicht die eine Antwort für deine Frage. Es gibt ungefähr zig Wege. Wenn man jetzt hier rausgeht und es fällt ein Kaffee-to-go-Becher einfach auf den Boden oder irgendwas, der Wind weht das weiter. Der gelbe Sack als Beispiel, der steht draußen, wenn er abgeholt wird. Also bei uns ist es gelber Sack, ich weiß nicht, ob es hier gelbe Tonnen gibt. Bei uns gibt es gelben Sack. Dann ist es vielleicht an dem Tag stürmig. Die fliegen auf die Straße, die Autos fahren drüber. Es gibt ganz viele Menschen, die die Natur genießen wollen. An den Fluss gehen, da sitzen, grillen, Bier trinken, alles stehen und liegen lassen und gehen. Es gibt Leute, die schmeißen Dinge in die Toilette. Wattestäbchen beispielsweise. Die gibt es jetzt seit ein paar Jahren aus Holz, Gott sei Dank. Früher war das so, da waren die aus Plastik. Und die wandern tatsächlich über die Toilette in die Kläranlage. In der Kläranlage werden die aber gefiltert. Aber Starkregenfälle kommen immer mehr vor. Und bei Starkregenfällen kommt das Wasser mit dem ganzen Müll quasi in die Kläranlage und die müssen es dann eins zu eins weiterleiten.
in den Fluss. Da ist dann nur noch so ein Grobfilter dabei. Aber diese Wattestäbchen finden wir an zig Stellen. Feuchttücher etc. Es gibt so unheimlich viele Wege, wie Menschen Müll entsorgen, auch illegal. In der Corona-Pandemie haben wir festgestellt tatsächlich, dass Reifen ganz beliebt waren bei der Entsorgung. Wahrscheinlich, weil Menschen gemerkt haben, das kostet mich 2,50 Euro pro Reifen, es ist dann ein Zehner, das Geld spare ich mir. Es gibt verschiedene Wege. Ja, danke für die Frage. Noch jemand eine Frage? Weitere Fragen? Keine mehr? Okay, dann darfst du mich gleich noch löchern mit den Fragen, die du hast. Okay. Dann vielen Dank, Stefan, für den Vortrag. Ja, sehr gerne. Macht's gut. Ciao. Ciao.